Vom siebten Lebensjahr. Ich bin als Bub bin ich, habe ich angefangen mit dem sechsten oder siebten Lebensjahr und dann. Bist du so weit gehandhabt, dass du sie einfach hinsetzen? Kann ich einfach hier, oder? Ja gut, ich bin 54 Jahre, ich bin verheiratet, habe 4 Kinder. Ich bin verteilt beim TSV Buchbach, bin ich seit meinem 7. Lebensjahr, habe auch selber Fußball gespielt beim TSV Buchbach, bin dann mal 2 Jahre gewechselt, weil man das einmal machen muss, dass man mal was anderes aussieht. Habe dann beim TSV Dorfen gespielt, bin dann wieder zurückgekommen zum TSV Buchbach. Habe mich aber dann nicht ganz wohl gefühlt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, und habe dann nochmal gewechselt zum SV Weidenbach. Da war ich dann 4 Jahre alt und bin dann mit 28 Jahren, bin ich dann wieder zum TSV Buchbach zurückgekommen. In Buchbach haben wir damals in der C-Klasse gespielt und wir haben keinen Abteilungsleiter nicht mehr gehabt und die Führung, es war eigentlich, der Verein war führungslos. Und dann hat man mich gebeten, ob ich nicht eventuell Abteilungsleiter machen würde, auch mit den jungen Jahren schon. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, probieren wir es. Habe dann auch noch einen guten Freund gehabt, der wo dann zweiter Abteilungsleiter gemacht hat. Und bin praktisch seit 1991 bin ich Abteilungsleiter. Die kommt noch. Nee, unser Jenny, uns kommen noch zwei. Der Erwin. Der Bierhof ist dieses. Der Erwin? Das ist der Herr Bierhof, Karl Erwin. Von der 60er Fußballlegende, genau. Der Bruder. Okay. Ja, vom Bürofka. Ja, der Onkel. Nein, vom Willi. Also vom Willi. Ich weiß halt gerade die Anfangsjahre, wie ich da 1993 zweiter Abteilungsleiter geworden bin, wo der unbedingt ich gemeint hat, er möchte einen Geschäftsmann rein als zweiten Abteilungsleiter. Also ich gehe, Günther, ich brauche das nicht, ich habe keine Zeit nicht. Und so großes Interesse habe ich nachher auch wieder nicht, aber das Interesse ist nachher mit der Zeit auch dann gekommen. Und ja gut, der Günther hat Sportliche gemacht und ich habe Wirtschaftliche gemacht, was halt der Bricke so gewesen ist, mit meinen Geschäftspartnern, mit den Lieferanten, die wir da haben, ob das jetzt der Schweiger ist oder der Pölz oder der Bachmeier oder wie es alle heißen, natürlich unter anderem auch der Augustiner, dass man da halt eigentlich viel bewirkt hat. Also, und das war halt auch mit meiner Aufgabe, dass wir da was erreichen. Und er hat den sportlichen Bereich gemacht und ich habe halt eben den wirtschaftlichen Bereich gemacht. Und das war dazugehört und ich glaube, das hat gut harmoniert. Bei mir halt im kleineren Rahmen, das war halt damals C, B, A-Klasse bis in Anfangs Bezirksliga und dann habe ich ja dann sowieso als zweiter Abteilungsleiter aufgehört und weil mir auch das dann eigentlich ehrlich gesagt über den Kopf gewachsen ist. Servus, grüß euch! Servus! Hey, Jaco! Hallo, Jerry! Hey, Tommylein! Ah, servus! Ja, das ist ein Zusammenspiel zwischen sportlich und sportlich. Das ergänzt sich total gut. Die meisten Spieler sind Ihnen offenbar bekannt, obwohl sie aus verschiedenen Regionen kommen. Ja. Burghausen, Rosenheim. Ja, die haben sich oft einmal in Buchbach noch einen Partnerinnen umgeschaut. Ein paar. Nein, aber es ist ja halt so, dass sie die Spieler, die Jungen, das dauert halt ein paar Wochen, ein paar Monate, aber wenn sie sich mit dem Verein identifizieren, dann hast du das Leben mit dabei. Also dann haben die genauso. Das ist dann, denen gefällt das auch, glaube ich. Also ja. Die merken das auch, dass da ein großer, guter Haufen beieinander ist. Und wenn sie nicht mitmachen, dann werden sie ausgewechselt. Ja, haben wir auch schon gehabt. Es ist auch so, dass da auch der Anton, der Trainer und auch der Günther großen Wert darauf legen, dass die Spieler mit den Außersportlichen nach dem Spiel beieinander sitzen, mit den Zuschauern ratschen, dass sie noch da bleiben, nicht gleich Trainingstaschen packen und wieder heimgehen.
Die Erfolgsgeschichte vom TSV Buchbach ist damals, sage ich, 1995 angegangen. Es hat natürlich mehrere Gründe gehabt und eine Erfolgsgeschichte kann nicht, das hat nichts mit einem Mann zu tun oder mit zwei oder mit drei. Also wir in unserem Ehrenamt ist natürlich so, dass wir natürlich von allen oder von sehr vielen Leuten abhängig sind, weil alleine kann das keiner schaffen. Und wir haben da schon damals, 1991, wie das losgegangen ist, haben wir ein kleines Umfeld gehabt. Ich habe da sehr viele Freunde gehabt, die wohnen, es waren vier Stück, die wohnen da mitgemacht haben. Und dann ist das weitergegangen. Man arbeitet halt mit, wo Arbeit anfällt, vor allem in der Bewirtung. Die ganzen Getränkeanlieferungen, das ist jetzt mein Part hauptsächlich, dass halt hinten die Kioske versorgt sind, damit das Geschäft läuft, wenn die Leute durchschauen. Mein Part ist die ganze Einteilung und Organisation, wo es am Spieltag so braucht wird, dass die einer drinnen haben, damit die Griller was zum Grillen haben. Das ist mein Part. Wir haben mehr oder weniger reingerutscht. Wir haben immer da hinten am Kiosk gestanden und haben dann, ja, hat es einmal geheißen, kannst du mal aushelfen, bis wir auf einmal alle drin gestanden haben. Und seitdem, ja, seit einem guten Jahr, ja, stehen wir vier im Kiosk drin. Vier Frauen sind wir im Kiosk. Zwei. Und ja, fährt uns gut, verstehen wir uns gut, ist ein Gaudi und helfen wir halt mit. Gern mit, gern genau, mit, ganz ja. Gern. Immer lieber. Also wie gesagt, und vielleicht ein bisschen was von der Historie, wie das so groß entstanden ist, wie es jetzt eigentlich sich darstellt. Sagen, wie gesagt, ich bin der Vorgänger von meinem Scheurer, habe mich jetzt ein bisschen in die zweite Reihe gezogen. Also es ist begonnen mit der C-Klasse, wo dann der TSV Buchbach da aufgestiegen ist von Jahr zu Jahr. Und so ist das auch mittlerweile, das Außersportliche, dann weiterhin gewachsen. Es ist immer mehr geworden, auch die Zuschauer, die Anforderungen sind immer mehr geworden. Und so ist halt Stück für Stück, sagen wir jetzt mal, auch die Leiter zugekommen zum außersportlichen Bereich, also sprich ehrenamtliche Tätigkeit. Und wie gesagt, man kann vielleicht unter dem Fazit dann auch noch sagen, man kann so gut planen, wie man will. Es war wichtig, dass wir dort stehen und das organisieren. Aber wenn du keine Helfer findest, sprich Damen oder Herren, die wo sie zur Verfügung stellen, Stunden, viele Stunden, dann kannst du planen, wie du magst. Also es ist ganz wichtig, dass du so einen Pool hast, der wo du zurückgreifen kannst auf die vielen Helfer und Helferinnen. Und die hat auch der Günther gebraucht, sonst war es nicht gegangen. Es kann sich ja jeder ein Bricke was von der Regionalliga ein Bricke an sein Fahnen heften. Auch jeder. Einer wie der andere, die da dabei sind. Es ist so. Ist gut. Auch die Putzfrau ist genauso wichtig wie der Abteilungsleiter oder der Vorstand. Und das leben wir auch. Und das hat uns auch, glaube ich, oder mit Sicherheit, auch diesen Erfolg beschert. Und es ist nicht bloß immer der Erfolg, sondern man muss das da halten. Und es ist nicht einfach, wenn man, sage ich jetzt mal, in so einem kleinen Verhältnis wie jetzt Buchbach, wie der Verein, ich meine, wir haben 3000 Einwohner, wir sind ja kein großer Verein. Wenn man jetzt das anschaut, wenn man jetzt gegen Schweinfurt oder Bayern Hof spielen muss, da haben andere Möglichkeiten da, aber unsere Möglichkeiten, und da sind wir alle stolz, und da bin ich auch persönlich stolz, ist ganz einfach der Zusammenhalt. Und wie gesagt, das ist einfach das, glaube ich, das Erfolgsrezept vom TSV Buchbach. Ich sage ja, es gibt wirklich so Highlights, da wo die Leute kommen und sagen, die schauen niedrig am Fußball, sondern die sagen, heute gibt es einen Grillser, heute kommen, oder heute gibt es Steckerfisch, heute kommen. Genau. Wir haben einen Ostersonntag zum Beispiel Leute da gehabt, da habe ich zu einem gesagt, hey, seit wann, also der war mit der ganzen Familie da, der war immer allein da. Dann sagt er, mein Ostersonntag, jetzt haben wir von Kaffee trinken aufgestanden, um 5 Uhr ideale Zeit, da gehen wir ins Fußball. Da hat er gleich die ganze Familie mitgenommen. Waren Kinder dabei, war Frau dabei, war alles dabei. Also ich glaube schon, weil wenn man so rundum hört, dann hört man auch viele Leute, wo jetzt zum Beispiel die Männer wirklich, wie du sagst, als Fußball anschauen und die Frauen eigentlich nur wegen einem gesellschaftlichen Beieinandersein kommen, also die das Fußball eigentlich gar nicht interessiert und deswegen mitgingen, weil eben viele andere nicht da sind und man sich trifft. Zum Ratschen. Ja. Und auch mit den Kindern. Es geht halt viel mit den Kindern da nachher, weil die Fußball anschauen wollen und dann gehen die Frauen natürlich auch mit und ja, es gibt immer was Gutes zum Essen. Und das zeigt bestimmt auch. Das hat ja die Anfänge, ich weiß ja so, da war der damalige der Herr Kobler, glaube ich, hat die Idee gehabt, dass der Gino Pizzas macht. Da ist auch mal ein Kuchen. Ist natürlich gut, wie man Kuchen mitverkauft. Das ist aber schon Jahre her. Also. Und dann ist es halt so gewesen, dass auf einmal, habe ich beobachtet, dass die Leute gekommen sind und haben so ein Sonntagsmittagessen abgeholt.
Die haben gekommen, haben sich Pizza gekauft und dann ist nebenbei noch Formel 1 gelaufen. Damals war Schumacherzeit. Und dann haben wir einen Fernseher aufgebaut, dann haben die Leute da geblieben, haben Kaffee auch noch drungen. Da waren sie halt den ganzen Nachmittag auf dem Fußballplatz und haben sich gesellschaftlich privat unterhalten. Was da im Fußball abgelaufen ist, hat die Leute eigentlich weniger interessiert. Und also muss die Bewirtung da, sage ich mal, schon erpasst haben und das hat sich halt dementsprechend die Jahre jetzt entwickelt. Also genau. Hat bei uns mit. Brandwirtschaft. Ich bin beim Griller-Team, also mit Chuck. Da sind wir eigentlich mehr zu immer beieinander. Wir sind allerdings nicht die einzigen, wir sind ja mehrere Teams, die sich dann im abwechseln. Aber da ist es halt auch, ist wie gesagt, schön, wenn man miteinander gut zusammenarbeiten kann und dann gefreut sein. Und das ganze Team macht es aus, dass das passt eben. Ich bin wie die anderen drei Damen für den Kiosk zuständig. Wir verkaufen alles. Leberkasse, genau, richten alles her. Getränke und fühlen uns sichtlich wohl. Wir verkaufen mal Augustiner Bier. Wir verkaufen mal Bier, Radler, Limo, Spezi, Wasser und ab und wann einmal ein Glas Wein. Ich bin da in dem Verein eigentlich nur zweiter Jugendleiter und vor Jahren, wie gesagt, wird Herr Bürofka uns angesprochen hat, ob wir da den Park Grillen übernehmen möchten. Da hat sich jeder einen Partner gesucht und da haben wir Markus gesucht, weil, wie der Markus vorher schon gesagt hat, es muss einfach passen. Erstens einmal ist dann die Qualität von dem Grillfleisch natürlich um das besser, wenn man ganz klar sagen, wenn das mit Liebe gemacht wird. Und ja, mir gefällt das narrisch. Und wir haben halt zweimal in der Vorrunde und zweimal in der Rückrunde grillen. Und wenn es in die Spitzenspiele sind, da haben wir eigentlich mir noch halt meistens vorn dran, weil da einfach was geht und da haben wir beide glücklich. Sag, was hast du mit dem Günther ausgemacht wegen den Karten? Er muss herrichten. Dann habe ich ja gesagt, zweimal zwei Stehplätze, einmal zwei Sitzplätze und einmal zwei Plätze bei mir oben für den Unterreiner, für den Positionierten. Ja, Brockel, hoffentlich machen Sie einen Larenkühlwagen. Da haben wir morgen gerade das Lager rausgehen müssen. Ja, der Leonhard Werner, dieser Pfundskerl. Im Trainingslager habe ich natürlich mit ihm das Zimmer geteilt, das ist ja klar, weil die Elite-Truppe muss ja zusammen. Der Leonhard Werner ist ja mit mir in der Abteilungsleitung, damals 1996 ist er zweiter Abteilungsleiter geworden, war dann 12 Jahre zweiter Abteilungsleiter. Der Werner Leonhard hat sich vorher vom Fußball total zurückgezogen. Und es hat sich dann durch ein Gespräch von Leonhard und von mir, hat sich dann das entwickelt, dass er mir hilft. Und dann hat sich aber eine unwahrscheinliche Freundschaft gebildet. Ich sag halt, das ist der frühe Ringer, das ist ja wurscht, ich mag's ja so. Ja, spinnt denn der, sagen sie, warum magst du das so? Weil wenn ich es nicht mögen darf, dann darf es auch ringen.
Und wer einen Leonhard Werner kennt, das ist einfach ein sagenhafter Mensch. Und ich bin wirklich stolz, dass ich so einen Freund habe. Der Leonhard ist halt auch zusammen mit dem Günther eigentlich bei der Geburtsstunde von dem ganzen Aufschwung war der eigentlich maßgebend dabei. War also sein Kind, sage ich mal. Ich sage jetzt einmal 41 zu 49 für Papa diesmal. Also ich meine schon. Aber natürlich, Bayern ist natürlich unsere Qualität, braucht man nicht reden. Wenn wieder viel Bayern München 2 gekommen ist, wenn wir in die Regionalliga aufgestiegen haben, haben wir uns natürlich schon im Vorfeld, haben wir ja natürlich schon nervös gewesen und haben uns schon viele Gedanken gemacht. Und wie dann Bayern München angerufen hat, das erste Mal war ich schon gleich ein bisschen geschockt, wie Geschäftsstelle FC Bayern München, das ist, war schon für mich eine Anekdote auch, oder beziehungsweise ein Neuland. Und da war ich natürlich auch ein bisschen nervös, das muss ich schon dazu sagen. Da haben die gesagt, ja, sie fordern 400 Karten. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, wir haben ja keine 400 Gästekarten, sondern wir haben nur 250. Aber dann hat er gesagt, wir haben schon 500 Vorbestellungen. Ich sage, ja, die Kapazität von unserem kleinen Stadion hat nur 2500 und ihr kriegt nur 10%, 250 Karten. Und das war jetzt eine Kleinigkeit, wo wirklich aber auch schon ein Einschnitt war in unser neues Fußballleben, sage ich jetzt mal. Wenn man dann mit Bayern München telefoniert oder wenn dann ein Mehmet Scholl gekommen ist und hat dann zu mir persönlich gesagt, du kannst mir nicht irgendwo einen Raum finden, wo ich eine Rache kann, dann habe ich gesagt, okay. Es sind doch irgendwo auch noch normale Leute. Man ist nervös gewesen, weil Mehmet Scholl hat man ja eigentlich nur immer vom Fernsehen her kennt. Das sind schon einschlägige Sachen. Anton, der ist auch ein gebürtiger Burgfahrer, der ist auch schon immer da, mit dem habe ich schon Fußball gespielt. Aber er ist halt auch, er liebt Fußball, also der ist wirklich von der Pike auf, der muss, also was man so mitkriegt, man sieht es ja am Erfolg, der hat einfach ein Fachwissen, das nicht leicht irgendjemand in der Liga haben wird. Insgesamt hat er praktisch 14 Jahre jetzt für den TSV Buchbach gearbeitet, davon 2 Jahre Pause, 3 Jahre waren es. Und das ist schon einzigartig. Aber es ist natürlich schon, muss man auch von der menschlichen Seite her sagen, dass der Anton Bubenstädter natürlich Buchbach lebt. Das glaube ich, ich habe schon viele Erfahrungen, aber ich glaube, dass man das schon sagen kann. Mit einem fremden Trainer ist es sehr, sehr schwierig. Anton Bubenstädter, der stellt heute noch seine Tore auf. Die Spieler müssen die Tore aufstellen und müssen die Bierbänke aufstellen. Das gibt es woanders nicht in diesen Ligen. Aber das ist natürlich auch ein Erfolgsrezept, glaube ich, vom TSV Buchbach. Glücksfall für Burgbach. Alles Burgbäcker. Er ist ein Buchbauer und alles, dass man im Ortensee einen Trainer hat, das ist bestimmt nicht alltäglich. Und das ist mit also Anton eigentlich auf derselben Linie wie der Günther, Brigger Fußballverrückter, muss der sein, sonst geht's nicht. Und für das, der im Ort ist, wie gesagt, der Glücksfall. Und er hat ja eigentlich überall, wo er war, hat er auch den nötigen Erfolg gehabt. Aber den größten, glaube ich, habe ich noch im Buch gemacht. Mittwochabend, Regionalliga-Fußball in Buchbach. SMR Arena. Hier ist sie, die offizielle Mannschaftsaufstellung unserer Rot-Weißen. Hier ist die Aufstellung des TSV Buchbach. Applaudieren wir mit einem großen Applaus unsere Nummer 1, Dominik Süßmeier. Mit der 2, Florian Göbel. Mit der Nummer 4, Maximilian Knauer. Mit der 5, unser Kapitän Maximilian Heid. Die 6, Christian Bruccia. Mit der Nummer 7, Thomas Hamburger. Mit der 9, Nio Stjepic.
DC Ralf Klingmann. Mit der Nummer 14 Harald Monimeyer. Thomas Vöckersberger, das ist auch eine eigene Geschichte und das ist eine schöne und eine lustige Geschichte. Unser damaliger Stadionsprecher Heider Erich hat beruflich keine Zeit mehr gehabt und wir haben natürlich schon einen Anspruch gehabt, weil wir dann in der Bayernliga gespielt haben, dass man halt einen guten Stadionsprecher braucht. Und vor allen Dingen ist es ja so, ich meine, so wie ein Stadionsprecher ist, so bewegen sich auch die Zuschauer. Und wir sind dann, so ein reiner Zufall, hat dann ein Bekannter gesagt, im niederbayerischen Eberspoint, da gibt es einen, und der heißt Thomas Vöckersberger, der ist bei Ihnen Salzachwelle, macht der Moderator. Das ist zwar ein bisschen ein Verrückter, aber ein super Stadionsprecher. Und wen soll man mal fragen, weil der mag so Sachen machen. Gut, und dann haben wir uns mit Thomas Vöckersberger zusammengesetzt. Dann haben wir da gefragt, ob er das machen darf. Hat er gesagt, ja, super, Buchbach, Bayernliga, wunderbar. Dann hat er gesagt, ja, was kriege ich dann dafür? Dann habe ich gesagt, ja, kriegen, weil bei uns, da macht jeder alles ehrenamtlich. Hat er so geschaut. Er sagt, aber ein halbes Bier und ein Essen kriege ich schon. Dann sage ich, freilich, ein halbes Bier, du kriegst zwei halbe Bier auch. Und selbst zum Essen, sage ich, wenn du das dann machst, dann war das super. Dann hat er gesagt, okay, schlagen wir ein und haben wir ein und dann passt schon. Meine sehr geehrten Damen und Herren, begrüßen Sie die beiden Mannschaften des TSV Buchbach und des FC Bayern München 2. Liebe Fußballfreunde, wir freuen uns auf spannende 90 Minuten Regionalliga-Fußball zwischen dem TSV Buchbach und dem FC Bayern München 2. Viel Spaß! Regionalliga aufgestiegen haben, gibt es ja dann auch Sicherheitsmaßnahmen fürs Stadion etc. etc. Unter anderem war dann auch eine Leistung, einen Gästekäfig zu bauen mit 250 Stehplätzen. Und da haben wir natürlich schon ein bisschen in Schleudern gekommen, haben wir gesagt, Gästekäfig, dann haben wir mal angefangen und haben uns das so geschaut, dann haben wir gesagt, ja, wo sind wir mit einem Gästekäfig getan? Hat sich natürlich auch ganz grob umgekehrt, Gästekäfig. Aber gut, wir haben dann dementsprechend auch so Käfige gesehen und haben dann auch nochmal einen Sponsor gehabt, der uns da geholfen hat. Und dann haben wir da den
Käfig hinbaut. Und es ist schon schade, wenn man so was sieht, dass ein Käfig da steht, wo man einmal im Jahr braucht oder zweimal. Also recht, zum Rechtfertigen ist nicht, aber die Sicherheitsbestimmungen sind halt so. In der Öffentlichkeit nicht zu viel sagen, weil das ist mein Schwager, aber Spaß beiseite. Das ist halt einmal so, ich glaube, dass das Fußballverrückter ist, was er ganz klar selber zugibt, weil anders kannst du die Sache nicht so verrichten oder die Dinge so erledigen und machen und das Ganze so managen. Da muss der Fußballverrückter sein. Und ich sage jetzt im Positiven Gott sei Dank, der ja so einen verrückten Schwager hat. Selbstverständlich. Mit Günther, erstens kenne ich ihn schon ewig. Und zweitens muss ich sagen, ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass ich ein Abteilungsleiter wie der Günther in Burgbach nicht annähernd zu ersetzen ist, wie der einmal sagt, ich mag ihn. Er hat unwahrscheinlich fachliche Qualitäten, er ist zuvorkommend, er ist höflich, er ist zu jedem, hat ein offenes Ohr und er kann einfach mit den Leuten umgehen. Und er kann einfach die Leute gut führen. Und da sieht man auch, wenn man hinten am Sportplatz schaut, wie viele Leute das da ehrenamtlich arbeiten
das kommt nicht von ungefähr. Das ist von der Art, wie der Günther mit die Leitung geht, sieht man halt einfach auch die Resonanz und dass die Leute einfach für den TSV, sie wollen was da für den TSV, aber mitentscheidend und mitentscheidender Grund ist mit Sicherheit der Günther, dass der, weil der ein sehr großes, ja, Verständnis für die Leute hat und das kann er, und da muss man sagen, Respekt, ohne Günther war Burgbach mit Sicherheit im Fußball nicht so weit. Wenn er auch seine Partner in dem Sinne wie Sponsoren und Freunde und die wollen halt alle mithelfen. Wenn er die nicht haben darf, war es natürlich auch nicht so zustande gekommen. Aber die treibende Kraft, das war schon der Günther. Also das muss man schon sagen.